Heute kommt ein neues Video. Vielleicht merken wir, ich habe gelehrt auf der ja. Wir gehen einfach weiter. So, ich hab diese Kette hier an. Das ist meine Glücksbringerkette. Die habe ich in Bosnien gekauft. Dieses Holz ist echtes Holz. Das hat er selber gemacht. Der Mann hat da auch noch sowas dran gemacht. So wie so ein Nagellack oder so, weiß ich nicht, was das war. Und hat es fixiert. Und ich finde, es ist einfach, und da steht auch noch mein Name. Elmar, ja. Und ich finde es mega nett. Und ich habe es halt überall gesucht und jetzt habe ich es endlich gefunden. Diese Schnur und das war was halt einzeln und hat irgendwo verloren. Und darum. Heute, ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, aber es sind Ferien und nach den Ferien ist dann Februar und dann im Februar, haben wir Skilager. Also es ist ein Lager, wo wir dann in der Skipiste gehen und halt als Klasse und noch vier andere Klässler. Es sind zwei Sechstklässler und zwei Fünftklässler, also vier Klassen sind da. Dann noch Kollege von den Lehrern und so. Und das ist jetzt die Checkliste für das Winterlager. Hier ist Checkliste. Und da habe ich schon alles gecheckt. Und hier sind alle Kleider und Sachen. Und die möchte ich euch heute zeigen, was ich alles so mitnehme. Wir beginnen gleich. Ich gehe jetzt nicht die Reihenfolge nach. Ich zeige euch einfach. Was da nicht steht, ist Gürtel, aber man darf natürlich einen Gürtel mitnehmen. Ich nehme den Gürtel mit, weil, ich weiß nicht, bei Paarenhosen rutschen die mir immer runter und das ist blöd und darum habe ich immer so einen Gürtel. Fragt euch nicht, wieso dieses Teil so ein bisschen blöd. Es sieht einfach blöd aus. Aber das ist, weil eine andere Hose hat, die so zerrutscht. Aber ich habe die wirklich immer und die ist mega dick. Mega dicke und sieht, ja. Und hier habe ich keinen Nagel, muss ich euch jetzt nicht sagen, aber egal. Und ich habe die wirklich immer an. Nur bei so Leggings und so. So, wir beginnen eigentlich jetzt. Man darf nichts Elektronisches mitnehmen. Also, auf der Checkliste steht Hausschuhe oder Finken. Ich nehme jetzt meine Lieblingshausschuhe bei meiner Morgenroutine. Eine von meinen Wintermorgenroutine hatte ich diese an und ich habe die auch immer an. Aber jetzt habe ich die jetzt nicht an und ich werde sie auch nicht mehr so oft anhaben, weil es bald nicht mehr Winter ist. Aber man könnte sie ja trotzdem noch anziehen. Die ist die Größe 34. Komisch, dass ich da noch reinpasse, weil ich trage 39 und aber meine Füße kommen trotzdem noch nicht hier vorne an. Und die habe ich von Kaufland. In Kaufland gibt es eigentlich nichts so zum Anziehen, aber es gab da die Hausschuhe und habe ich sie mir einfach geholt. Das hat noch so Pumpel dran. Bei beiden Seiten fehlt eines. Ja, das da. Dann kommen wir weiter zum Schreibzeug. Ich nehme gleich meine ganze Etui mit oder Federmäppchen oder I don't know, wie ihr sagen möchtet. Das ist jetzt von Satch oder was auch immer sagen möchte. Ja. Und da hat es einfach so viele Fächer und habe ich auch für die Schule und Peanuts. Kennt ihr diesen Film? Film? Kennt ihr Peanuts? Ich habe die zwei Dinger. Für die Stifte. So, und da habe ich Stabilos, Leuchtstift, Farbstift und Bleistift. Das braucht man halt einfach. Das steht hier irgendwo, wartet. Schreibzeug da. Das habe ich schon abgehakt. So, dann steht da noch Socken, Skisocken, das habe ich alles in einem Koffer da hinten,
weil ich jetzt es nicht öffnen muss. Ich darf es nicht mal öffnen. Hat meine Mutter gesagt, und ja. Dann steht hier nirgends kam, aber es steht hier. Persönliche Toilettartikel. Dass ich euch gleich mit dem zeigen kann. Ich habe dieses Ding hier vom Großnieren und ich habe es einfach gekauft, als es sehr günstig war. Und das war bevor wir gegangen sind in der Schweiz zurück. Halt. Von den Ferien zurück. Hatte ich das gekauft und weil sonst wusste ich nicht wohin. Also das kommt nicht dazu, weil ich kaufe mal ein eigenes, weil es muss sein, weil ich meine Schwester getrennt. Alle haben ein eigenes Wohn, also Haus. Klassen. Alle Klassen haben ein eigenes Haus. Und ich und hat meine Schwester, sie ist, meine Schwester ist auch mit im Lager und sie geht in der 6. und ich gehe in der 5. Ja. Und darum können wir uns kein teilen und ja, dann muss meine Mutter für mich und für meine Schwester was kaufen, weil das ist unser eigenes. Von der ganzen Familie. Also mein Vater hat ein eigenes. Hier vorne hat, denke ich mal, nichts. Wenn ich mal nichts vergessen habe. Nein, hier ist nichts. So, wir beginnen gleich. Weil sonst wird dieses Video zu lange. So, hier sind Pflegesachen. Sonnenschutz oder Sonnencreme. Ja. Eine Schneebrille haben wir auch. Das muss ich euch auch nicht sagen. Eine Schneebrille, wisst ihr, was ich meine? Ja. Das ist Sonnenschutz. Sonnenschutz, wieso? Egal. Das ist vom Coop. Das Sunwell 30 SPF. Hoher Schutz. Ja. 30 Schutz. Und das riecht einfach so mega nach Kokosnuss. Ja, und das hatte ich schon bei meinem Klassenlager dabei und ich finde es einfach mega gut. So, dann haben wir hier noch ein Haargummi, weil ich trage drei Haargummis immer. So, dann haben wir hier noch zwei Lipbalms oder Lippenpflege, Lippenbalsam, Lippen. Hier haben wir einmal das von Labelle, das Lip Butter, Vanille und Macadamia. Und hier das Baby Lips Hydrate heißt die Sorte. Gibt gar keine Farbe ab und das gibt auch gar keine Farbe ab. Also. Aber riecht mega gut und ja. Meine Schwester, meine Cousine wird, meine beste Freundin wird dann ein Eos mitnehmen, sicher. Haben wir hier ein Deo. Man darf keine Spray-Deos. Deo, kein Spray-Deo. Ich weiß auch nicht wieso, aber vielleicht wegen den Jungs oder so, keine Ahnung. Aber ja. Parfum, darf man das mitnehmen? Ja, ja, das riecht immer ganz gut. Nach Zitronengras und keine Ahnung, Duft. Ich hab's vergessen. So, und das letzte ist von Nivea Soft Gesichtskörper Hände Feuchtigkeitscreme. Das habe ich immer. Benutze ich immer eigentlich. Bis jetzt. Und wenn ich es dann brauche, werde ich es dann rausholen und dann benutzen. Weil es dauert noch ein bisschen, bis es anfängt. Hier habe ich so Schminksachen. Eigentlich darf man, also ich weiß gar nicht, ob man Sachen mitnehmen darf. Aber letztes Mal habe ich voll viele dabei gehabt, außer ich. Weil ich dachte, man darf keins mitnehmen. Aber da, wir haben so einen Abend und da durften wir uns schminken. Als erstes habe ich meinen Pinsel, das ich immer benutze. Dann haben wir hier so einfach ganz leichte Sachen. Concealer nehme ich jetzt nicht mit. Wimperntusche von Essence, das Get Big Lashes. Volume Bust Weightproof Mascara, das habe ich schon das dritte Mal nachgekauft und ich finde es mega gut. Und noch so ein Bürstchen für die Augenbrauen, weil ich sie halt regelmäßig kenne. Und dann von Essence All About Matte Fixing Compact Powder.
was ich eigentlich immer benutze, aber nur dann, wenn ich Concealer trage. Oder ja. Dann haben wir hier noch zwei Lippenstifte zur Auswahl. So ein ganz dunkles. Und so ein Nude. So, das war's jetzt eigentlich mit diesen. Jetzt kommen wir zu den Kleidern. Hier nehme ich einmal unbedingt das damit. Was ich nie anhatte, weil, ich weiß auch nicht, es ist halt einfach kurz. Das ist mein Unterschrift-Oberteil mit Fußballern, weil mein Onkel, wir dürfen Besuch gehen, mein Onkel ist ein Trainer von diesen Fußballern hier. Und er trainiert sie regelmäßig und so. Und dann am Abend waren alle da und wir haben einfach gefragt, ob wir dürfen Unterschriften haben. Die durften wir auch. Ich kann nichts sagen. Hier steht schon mal mein Name. Für oder zu Elma. Ja. Also hier steht einfach mein Name. Ja, das nehme ich mit. Dann braucht man eine Trainerhose. Ganz einfach eine Trainerhose. Zum Sport zum Beispiel oder so, keine Ahnung. Ja. Oder zum Schlafen oder so, nein. Die Sachen, die ich in der Zeit tue. So. Dann haben wir hier noch einen Pullover für kalte und heiße Tage. Und dann haben wir hier noch mein Unterteil vom Pyjama. Hier irgendwo sollte noch mein Oberteil vom Pyjama sein. Und hier ist es auch. Von Topmodel. Lieber mehr Sachen als weniger Sachen mitnehmen. Dann haben wir hier noch ein Handtuch zum Duschen. Shampoo muss ich auch noch einpacken. Dann habe ich hier noch so ein Jäckchen, das warm ist, aber kann man so halt benutzen, anziehen, was auch immer. So, wenn es dann am Morgen zum Beispiel anzuziehen, weil es kann sein, dass es kalt wird am Morgen, das ist bei mir immer so ein Fall, da kann man es ja so einmal anziehen und so. Dann haben wir hier Skisachen natürlich auch anziehen, ja, aber Skihose und so zeige ich euch jetzt nicht. Von habe ich hier noch von Rihanna, mein Lieblingsoberteil. Wenn es schon für Rihanna war. Ich war nämlich der größte Fan von Rihanna. Ja. Jetzt nicht mehr so sehr, aber ich liebe ihre. Ja, Rihanna, was steht da noch? Rihanna, a girl like me. Ja, ich nämlich. Ich finde das Oberteil mega schön. Also ich habe das seit, keine Ahnung wie vielen Jahren. Das ist mir noch immer noch zu groß. Also zu groß jetzt nicht, aber es ist mir einfach bis unter den Po. Ich bin ja größer geworden, darum geht ja. Dann haben wir hier Auswahl von Leggings. Zum Beispiel die habe ich noch nie angehabt, denke ich mal. Doch einmal in der Schule. Einmal, oder? Dann haben wir hier Unterwäsche. Unterwäsche und BH. So, das muss auch dabei sein. Hier haben wir noch kurz. Dann haben wir hier noch dieses Oberteil. Das muss so eine Feder. Ja. Dann haben wir hier noch Jeans. Wie zum Beispiel diese hier, die so blumig aussehen. Und das da hier von Chicorée. Das ist einfach so. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen mit einem Daumen nach oben. Was ich heute noch dazu sagen ist, da kommt 5 Tage kein Video mehr. Das erschreckt euch dann nicht. Ich will einen Tag vorher dann noch alles sagen, was passiert, wie viele Tage, wie viel, ja, alles. Und ja, ich sag tschüss, Leute. Bye. Tschüss. Wow.